Hallo Leute und herzlich willkommen zu Luigi's Mansion 3. Ja, ihr wolltet es ja, ich habe euch das gewünscht und ich rutsche gerade mit dem Stuhl hier ein bisschen zu sehr. So. Ich habe das privat schon ein bisschen angespielt, weil ich es einfach sonst auch ein cooles Game fand. Ich hoffe, ich bekomme jetzt die Cutscene trotzdem am Anfang. Wir klicken einfach mal auf Story und sehen, was passiert. Ah, wir müssen noch ein neues Spiel auswählen. Ja, das. Ja, neue Speicherdatei. Let's go. Oh yeah. So, okay, ja doch, die Cutscene gab es zum Glück doch. Können wir noch mal raus? Oh, ja, Entschuldigung, Peach. Yummy. Hey Bro. Hey Bro. Das Beste. Okay, gehen wir mal hier nach hinten. Alter, was ist eigentlich hier los? Haben die irgendwie eine Hochzeit oder so? Weiß ja, Luigi und oh Gott, Alter. Mario und Peach sind ja schon mal zusammen. Oh, was ist mit dem Typ? Ah, der ist im Telefonieren. Hallo. Oh, der hat eine Maske auf. Ah, okay. Du meinst? Die Torte, Alter. Ey, Torte. Also, es ist wirklich übertrieben. Hallo, Video. Ey, ich finde die Torte, ich feiere die so. Übertrieben, Alter, das ist so lustig. Okay. Hallo, guten Tag. Im Hui Hotel. Ich hatte bereit, einzuchecken hier natürlich immer. Oh.
Nansung. Si, Mako. The show do us. Lun Lunam. Nosfa. Kunsa. Mabel. Ruby. Let's go. Hey. Let's go. Oh. Diese Haare, das ist ja unnormal. Ich glaube, der wird wirklich unvergesslich. Hier gehen wir mal zu unseren Zimmern. Ciao, ciao, ja. Bye, bye. 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 Night, night. Night, night. Night, night. Oder was sagen sie? Keine Ahnung. Ich fand das aber so lustig, vorhin. Buffet, wo Mario da gesnackt hat. So. Hi, Bro. Alter, unser Zimmer, ey. Das muss ja auch teuer sein. As hell. Wie wär's mit Ausruhen? Ja. Es war eine lange Reise. Ruhen wir uns erstmal ein bisschen aus. Okay, wir haben Peach schreien gehört, dann gehen wir doch direkt mal nachgucken. Schnell zu Mario. Oh nein, Alter. Was ist passiert? Mario. Ja, Pizza. Mario. Okay, Mario ist nicht hier. Was ist das? Hier unser Koffer? Nee. Vielleicht ist Peach da? Oh Gott. Das ist ja Peachs Zimmer. Peach? Auch keine Peach hier. Wo sind denn die? Irgendwie eine Party? Haben wir was verpasst oder so? Die kommen bestimmt jetzt nach Hause. Ja, hallo Mario. Ah, das ist die Hotel-Dingslerin, Besitzerin. Ganz genau, Luigi. Du und niemand anderes. Ah, ich bin ready. Oh Gott.
König Buhu, oh nee. Ja, scheiße. Ja. Oh nein. Wie im letzten Spiel, alle im Bild. Boah. Viel zu umwerfen ist das Ganze gar nicht. Guck mal, wie lange labern die denn? Oh, scheiße. Oh, nee. Oh Gott. Jetzt müssen wir rennen. Oh Gott. Eieiei. Rennen, Mario. Luigi meine ich natürlich. Oh shit. Ja, alles dasselbe. Was? Alter, was geht denn jetzt? Ja, geh rein da. Oh Gott. Junge, geh doch einfach rein. Ja, überleg doch nicht so lange. Geh einfach rein. Rein. Ja. Vielleicht war es doch nicht die beste Idee. Und nun ist es ein Horrorhotel. Doch nicht mehr so ein cooler Ausflug. Aber naja. Okay, wir sind jetzt hier im Keller. Da oben, oh Gott, ist noch Gold. Können wir aber wahrscheinlich jetzt noch nie mitnehmen. Wir können, glaube ich, oh Gott, schreck dich doch nicht so. Hier können wir auch nichts machen. Ja, oh Gott. Es könnte sein, dass es vielleicht ab und zu laggt. Aber das liegt einfach daran, ich nehme das erste Mal mit einer Elgato auf. Ich habe mir eine bestellt und die ist auch... Oh, hier ist ein Diamant. Oh Gott. Und die ist halt heute erst angekommen und ich habe die schon angeschlossen und eigentlich funktioniert alles. Oh, scheiße, Alter. Hundi, erschrecke uns doch nicht so. Jetzt haben wir ja auch einen Hundi. Sehr toll. Ja. Wie gesagt, das ist das erste Mal, was ich mit sowas aufnehme, mit so einer Capture Card. Ich hoffe, das funktioniert einfach einigermaßen. Ich werde es versuchen zu optimieren halt in den nächsten Tagen. Ja. Okay, Hundi, auf uns. Oh Gott. Alter, was ist denn mit ihm? Alter, ich hab mich jetzt so krass erschrocken. Geht wieder los, Leute. Genau, du sagst es. Ja, ich weiß, wie das Spiel geht, Alter. Hab das schon gespielt. Also nicht das, aber mein Kaiser, genau. Yeah. No, saugen. Jetzt kann ich die wieder zurückdingseln halt, ja. Ich weiß, wie das geht. Oh. Das ist neu, das gab es im Alten noch nicht. Gibt auch noch gleich etwas. Ja, natürlich. Verpisst dich einfach. Müll. Komm, so. Ein da. oh, wir haben schon eine Münze. Geil. Ja. Ich hätte gesagt, wir spielen das erste Mal jetzt nur, bis wir Dings finden. Dr.
Git, also i.git oder so heißt der ja. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, auf jeden Fall. Wenn wir den jetzt erstmal suchen. Ich weiß, ich habe jetzt gerade ein bisschen gespoilert. Das war eigentlich gerade ein bisschen dumm. Egal, wir suchen jetzt einfach noch diese Folge. Dann werden wir das sehen. Ist noch so rausgekommen. Luigi, wirklich doch. So, können wir das hier nämlich einsaugen. Und ja, das gibt dann Geld halt. So. Du weißt ja gar nicht, dass irgendwas bringt gerade. Ja, egal. Wir gehen hier mal hoch. Okay, wieso? Da können wir jetzt so mal Seite rollen. Das ist ganz cool. Finde ich. Was hat er gerade gemacht? Okay, wir wurden hier scheinbar in eine Falle gelockt. Warte mal, da unten ist ein Diamant. Okay. Müssen wir uns merken? hier ist auch ein Diamant. Wie bekomme ich denn diese Pflanze auf? Warte, vielleicht auch so. Ach nee, nicht den Lift. Ich muss gerade ehrlich sagen, es war denn nicht, wo Git war. Also er ist auch gefangen im Gemälde, das weiß ich. Aber ich weiß nicht wo. Hinten. Ja, jetzt geht's wieder los, Alter. In unser altbekanntes Leben als Luigi Geisterfänger. Das war ein bisschen verkackt. Das ist jetzt auch neu. Wir können sie so rumschlagen und damit auf, entweder auf andere Geister schlagen oder so auf Objekte. Ich hoffe, das war nicht zu laut. Bei mir war das gerade sehr laut. Oh no. Das ist jetzt unnötig. Erstmal Herzen. Oh, was wollt ihr eigentlich? Kommt her. Du auch, du da. Komm schon. Ah, scheiße, hat nicht gereicht. Sonst. Genau, jetzt schmeißen wir den mal so aufs Buffet hier. Lecker. Gott. Was kam hier? Also geflogen. Ja, denkst du, hast eine Chance gegen mich? Natürlich nicht. Ja, was macht denn Hundi hier, Alter? Piss dich doch. Was machst du denn? Keine Ahnung von diesem Spiel. Ich habe das schon fast ganz durchgespielt. Also, das 3 nicht, aber das 2. Und das ist ja nicht so viel anders. Ich würde sagen, in den anderen Folgen werden wir alles auch noch genauer unter die Lupe nehmen. Also jede Etage, jeder Raum und so. Allerdings hier machen wir jetzt ein bisschen vorwärts, denn ich bin schon relativ lange am Aufnehmen. Halt auch wegen diesen Cutscenes und die ganze Zeugs. Genau. Können wir erstmal kurz den Schlüssel hier holen. Dann müssen wir so catchen. Ich weiß gar nicht, für was ist der überhaupt? Ich weiß es nicht. Egal, hier ist auch noch so ein Dings. Ich glaube, da kommt Geld. Ja. Ah doch, kommt sogar ein Juwel, Alter. Was? Ich sammle kurz das Geld ein. Denn davon hat es ja reichlich. Allein jetzt schon. Junge. Ich bin danach einfach so reich. Oh, das Ding. Okay, nehmen wir den doch mal. Das ist schon unser erster Diamant in der ersten Folge, das passt doch. Okay, dann gehen wir mal hier hoch. Ich glaube, der Schlüssel ist hier oben, oder? Die große Tür. Ja, genau. Ist auch schon. Okay, allerdings haben wir diesen Effekt noch nicht. Ihr hört es, es funktioniert noch nicht. Oh, ja, das kannst du laut sagen. Okay, aber Hund führt uns ja, der ist ja unsere rechte Hand. Wollte gerade linke Hand sagen.
Okay, immer wenn ich durch eine Tür gehe, leckt so ein bisschen. Es tut mir leid. Versuche das zu verbessern. Wie gesagt, das erste Mal, wo ich mit diesem Gato-Dings aufnehme, versuche das zu optimieren. So, was ist denn um die? Ganz großes Kino, ist hier was? Ah ja, hier können wir rein. Oh, das ist ein Geld. Gib sie mal her, bitte. Boah. Was ist hier hinter? Guck mal. Hinter diesem Mantel. Zack. Ah. Ein Schloss. Oder ist ein Tresor eigentlich mehr? Ein Schloss, hä? Hat keinen Sinn. Oh, noch ein Diamant. Alter, wir gehen hier richtig ab. Das Spiel nach einer Folge durchgespielt. Okay. Da hinten hat es an der Wand scheinbar irgendwas. Oh lol, der Schlüssel. Das ist ein Zufall, aber auch. So. So, nimm den mal. Dann können wir jetzt weiter. Oh, scheiße, was wollt ihr denn? Ich habe euch doch gar nichts gemacht, Alter. Oh, was dreht das sich immer so scheiße? Oh Gott. Ah, fuck. Ja, das war jetzt gerade ein bisschen... Ah, ne. Hab ihn noch. Bam. Genau das. Die können sie jetzt einfach mit ihren eigenen Waffen schlagen, sozusagen. Ja. Ja, nice auf jeden Fall. Oh Gott. Das Gelb verschwindet immer so schnell. Doch. Alles einsammelt. Wo ist die spawnt? Geben wir erstmal 6 Augen. Oh Gott. Na, der ist doch sehr schreckhaft. Und ganz ehrlich, in so einem riesigen Hotel ganz alleine. Alle meine Freunde sind von einem riesigen Geist irgendwie in ein Bild gesaugt worden. Da hätte ich respektive meinem Bruder und die Frau oder die Freundin von meinem Bruder. Das wäre nicht so cool, Alter. Da wäre ich, glaube ich, auch nicht mehr so gechillt. okay. Gucken wir erstmal. Ja, jetzt chill doch. Ich bin hier noch gerade wichtige Sachen am Nachgehen. Die RGB-Lampe. Oh, yeah! Let's do it! Tada! Genau. Oh, yeah! Oh, yeah! Ah, nee, ups, falsche Taste. Tut mir leid. Nice! Hab ich mir gemerkt. Wieso schwingt die Musik gerade so um? Was ist das denn? Ach Gold. Oh, da müssen eine goldene Spinne schnell raus. Genau, dann können wir jetzt Professor Git befreien. Oder wie auch immer. The Homie. Unser Arbeitgeber quasi. Das haben wir auch schon gemerkt. Die haben mich geändert. Ja, das stimmt. Professor Emanuel geht. Ah. Bisher nur, dass er I zum Vornamen hat, also ja. Ah.
Nein, zu tief Garage. Okay. Dann let's go. Ja, läuft. Ich bin der Typ, ich finde ihn immer sympathisch. Auch wie er redet und seine geile Frisur. Luigi? Okay, das sah ein bisschen strange aus. Okay, dann gehen wir doch. Wenn du meinst. Professor Immanuel geht. Also den kurz wegmachen. Sieh mal an. Da ist Geld jede Menge. Genau, es lohnt sich, das Ganze mitzunehmen. Da hast du schon recht. Na, können wir den auch einsaugen? Warte mal. Haben wir gerade seine Augen gesehen? Der hat gar keine Augen, hä? Das war nur der Schatten von der Brille. Alles klar. Verrückter Professor. Ich will jetzt hier den Knopf drücken. Ja, also sehr mysteriös auf jeden Fall, ja, das kann man so sagen. Das Hotel ist sehr komisch, muss man sagen. Ja. Er hat mich gerade so komisch angeschaut. Mir Angst gemacht. Wir müssen zu seinem Auto, hat er gesagt. Oh Gott. Lacht er nur. Ich finde das nicht witzig, ehrlich gesagt. Weißt du? Du bist. Oh, warte mal, guck mal. Was ich kann. Immanuel geht. Noch ein Diamant. Ja, unnötig eigentlich. Oh, warte mal, mir ist Geld. Leid, oder? So asozial. Yep. Scheiße. Oi Doro. Und einfach weg. Alles klar. Was macht er denn? Nein. Alter. Schaut mal echt schwer aus. Das Ding. Hallo und ciao. Das ist kein Spaß hier, Leute. Das ist alles ernst hier. Ich würde den jetzt seine Kisten zerschmerzen. Kann er sie nicht mehr nehmen. Scheiße. Ist durch, kann ich. Scheiße. Das sind wir, glaube ich, am Arsch. Ja, verkackt. Blöd, ne? Ja. So. Ist aus mit dir. Ach komm schon. Ich hab dumm geschlagen. Wie ist er denn jetzt? Der Wiesel, der hat Angst. Oh ne, warte, das ist nicht gut. Aber wo ist er jetzt hin? Ach du, da hinten, lol. Guck nur zu und feuert mich an. Ja, oh Gott. Ja, was hat er jetzt gemacht? So, jetzt ist aber aus. Aus wie lustig, so. Hauptsache der Huch geht noch nicht, alles klar. Hey, was ist meine? Was? Ich glaube, immer beim Speichervorgang leckt es ein bisschen, weil das war jetzt schon wieder der Fall. Und halt immer, wenn du durch eine Tür gehst. Okay. Etwas sehr Interessantes. Okay, dann. Genau, pack die mal in die Tasche. Papierball. Oh. Oh.
Wow. Komplett geflasht. Komm mal. Gehen wir mal rein. In die warme Stube. Weitere brillante Erfindung, robustig und klimatisiert, weißt du, mehr, das stimmt. Genau. Okay. Ah, okay, also diese. Boah, ich hieß noch mal irgendwas mit Schreck. Geistersammlung. Ja, klar. So eine Falle. Ich wurde in dem Bild gebannt. Meine wertvolle Geistesammlung wurde konfisziert. Ja, das ist belastend. Sind alle wieder weg. Ja, genau. Hier auch König Buu. Es ist der Lieblingsgeist von ihm. Und auch der gefährlichste allgemein. Er ist auch ein bisschen wütend. Ja. Ja, toll, jetzt muss ich wieder mit ihm kooperieren. Aber er ist ja mittlerweile ein guter Homie. Okay, ja, mach das mal. Das ist ein übel krasses Aufnahmestudio. Ja, genau, ich freue mich vor allem deinem Bruder, aber egal. Oh Gott. Wow, richtig ehrenhaft. Virtual Boo. Vibi. Aber das Ganze in Virtual Reality. Alles klar. Ja, jetzt mach doch mal, es wird sonst viel zu lang, die Folge. Wenn sie sowieso schon. Mit das neuen Aufzug bringen. Okay, Leute. Das Ganze machen wir aber in der nächsten Folge, denn es ist schon extrem lange, diese Folge. Aber ich glaube, sie muss lange sein, weil es ist die Hälfte einfach nur Cutscenes. Von daher, naja. Genau. Das Ganze werden wir, das Hotel werden wir in der nächsten Folge noch mehr erforschen. Das war's mit dieser Folge Luigi's Mansion 3, mit der ersten Folge. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das Spiel fandet. Ob ihr mehr sehen wollt, vielleicht ein anderes Spiel. Ich denke nur noch so Animal Crossing gerade im Moment. Aber immerhin das. Ja, Leute, das war's mit dieser Folge Luigi's Mansion 2. Schreibt unten in die Kommentare, wie ihr das fandet. Habe ich glaube schon gesagt, egal. Auf jeden Fall war's das mit Luigi's Mansion 3, nicht 2. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao!